Ich rufe auf die Tagesordnungspunkt 13, 41 und 73. Zunächst 13, die Große Anfrage der Abg. Eckert, Barth, Faeser, Frankenberger, Gremmels, Krüger, Weiß, SPD und Fraktion betreffend Konzept für autonome und digital vernetzte Mobilität in Hessen, Drucksache 19-4852 zu Drucksache 19-3863. Ich rufe auch dazu den Antrag der Fraktion der FDP betreffend Mobilität 4.0 Testfeld autonomes Fahren für Hessen, Drucksache 19-5013 und dann schließlich den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend autonome und digital vernetzte Mobilität ist zentrales Feld der Landesregierung, Drucksache 19-5070, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Der Ausschuss WVA wird damit beschäftigt werden nach der Debatte. Ich erteile das Wort als ersten Redner dem Kollegen Eckert für die Fraktion der SPD. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei so einer Anfrage dann gehört es sich auch, und das meine ich sehr, sehr ernst, einen herzlichen Dank an die Beantwortung dieser Großen Anfrage, weil sie natürlich mit sehr vielen Details aufwartet, nicht schon nur in der Fragestellung, sondern dann auch in der Beantwortung, die aber wichtig sind, um die tatsächlichen Grundlagen von Digitalisierung im Bereich von Mobilität auch überhaupt erst einmal zu erfahren und damit eine Grundlage zu schaffen für die Debatte. Dafür herzlichen Dank. Die Landesregierung beschreibt sehr, sehr richtig in ihrer grundsätzlichen Beschreibung, was das Thema autonomes und digital vernetztes Fahren in Hessen für Hessen bedeutet, sehr, sehr richtig, dass sie sagen, durch autonomes Fahren und digitale Vernetzung werden sich kurz- und mittelfristig das Autofahren der Personen sowie der Güterverkehr grundlegend verändern. Damit einhergehend und insbesondere mit der zunehmenden Verbreitung von teilautomatisiertem und hochautomatisiertem Fahren werden bedeutsame Wachstums- und Wohlstandschancen verknüpft, die die Möglichkeit bieten, eine nachhaltige wirtschaftliche Dynamik zu sichern, die Innovationskraft hessischer Firmen zu stärken und die hessische Position als Forschungs- und Technologiestandort zu festigen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das können wir sicherlich in diesem Hause hier auch alle so mittragen und unterschreiben. Es ist notwendig, bei technologischen Veränderungen eben immer wieder auch die eigenen Konzepte anzupassen und sich selber abzuprüfen, ob das, was wir bisher tun und das, wie wir aufgestellt sind für die Zukunft, noch auf dem Stand der Zeit ist. Und da hilft auch bei so einem Thema wie autonomes Fahren der Blick eigentlich in die Vergangenheit. Denn wenn wir uns anschauen, in New York Anfang des 20. Jahrhunderts gab es die Debatte, dass der Verkehr demnächst zusammenbricht, der Zuzug nach New York nicht mehr möglich ist, weil der Verkehr erstickt, weil die Pferdekutschen die Straßen verdichten. Dazwischen kam die technologische Revolution des Verbrennungsmotors, des Kfz. Danach sah die Welt wieder anders aus, und mindestens so bedeutsam sind wir in diesen Bereichen auch, weil es eine andere Art von Technologie ist, eine andere Art von Fortbewegung, die wir in Zukunft sicherlich miterleben werden. Aber, und darum ging es uns in der Großen Anfrage, um zu sehen, was ist denn hier Anspruch und Wirklichkeit in Hessen oder eben wie fallen Anspruch und Realität in Hessen leider auseinander. Willy Brandt hat einmal gesagt, die beste Form, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten. Sehr recht hat er, nicht nur damit, aber mit ganz vielen anderen Dingen auch. Deswegen beschreiben Sie völlig zu Recht, was eigentlich die Themen der Zukunft sind. Aber ich will Ihnen ein paar Beispiele hier deutlich machen, dass das, was Sie dort uns aufzeigen, wie Sie es beschreiben, was Sie eigentlich gedenken zu tun, bei weitem dem Anspruch, diese Entwicklung für Hessen auch weiterzuentwickeln und zum Nutzen aller zu generieren, nicht ausreicht, bei weitem nicht, meine Damen und Herren. Und dann bin ich bei dem Thema Forschungsthematik, die Frage nach Forschungsprojekten in Hessen. Da haben wir Sie gefragt, was machen Sie da eigentlich? Antwort: Es gibt und es gab in Hessen 7 Projekte, die das alles erforschen sollen. Davon 4, die mit 100% Drittmittel finanziert werden. Das heißt, damit haben Sie erst einmal gerade gar nichts zu tun. Und von den anderen 3 haben Sie nur ein Projekt, wo Sie signifikant, nämlich 50% mitfinanzieren. Und das ist mit SIM, das im Jahr 2013 abgeschlossen worden ist, mit 305.000 €, das einzige. Und im Jahr 2013, Herr Minister oder Herr Staatssekretär, das war jetzt noch nicht einmal unbedingt das, wo Sie heute sagen können, wir treiben die Digitalisierung im Bereich der Mobilität voran. Von insgesamt 340.000 €, die insgesamt Sie in dieser Antwort darstellen, was Sie ausgeben für Forschung und Entwicklung, 305.000 schon lange rum. Das heißt,
geschlagene 34.000 € geben Sie selber in der Antwort deutlich. Das ist das, was Sie als Landesregierung investieren in die Entwicklung der Mobilität, dem digital vernetzten Fahren in Hessen, meine Damen und Herren. Dann ist die Frage natürlich auch für uns als SPD, das werden Sie nachvollziehen, noch einmal ganz besonders wichtig, die Frage nach Beschäftigung. Wie wirkt sich das auf Beschäftigung in Hessen aus mit unseren Automobilstandorten und vielen, vielen anderen technologischen Branchen in Hessen auch aus? Und da haben wir allgemein nach dieser Entwicklung gefragt. Was sagen Sie? Ach, da wird sich wohl nicht so allzu viel verändern. Warum? Weil es alle sagen. Meine Damen und Herren, erstens ist es noch nie glaubwürdig gewesen, immer nur das nachzuplappern, was alle anderen behaupten. Und zweitens, der DGB Hessen-Thüringen fordert von Ihnen schon seit Jahren, dass Sie gerade auf dieses Thema hessenspezifisch mal das wissenschaftlich analysieren und sagen, was bedeutet das mit unserem Wirtschaftsmix, mit den Branchen, die wir in Hessen besonders stark vertreten haben? Was bedeutet das für uns in Hessen, die Auswirkungen der Digitalisierung auf Beschäftigung und Arbeit in Hessen? Aber da zeigen Sie in den Antworten, da haben Sie gar keine Antworten, sondern erzählen das, was einfach alle anderen auch erzählen, meine Damen und Herren. Und das bei einem Logistikstandort, den ich jetzt neben den anderen Themen komplett vermisse bei Ihnen. Sie erwähnen das Wort Logistikstandort überhaupt nicht. Es sind ja nur 220.000 Beschäftigte ungefähr in Hessen. Ja, und für die soll das keine Auswirkungen haben. Meine Damen und Herren, liebe Landesregierung, das wundert mich schon, wie Sie da zu dieser Antwort kommen auf die große Anfrage. Die kommunale Unterstützung haben wir heute Morgen ja schon ein klein wenig diskutiert im Bereich Darmstadt. Witzigerweise, Darmstadt taucht in Ihren Antworten eigentlich gar nicht auf. Da sind dann Städte wie Kassel und andere dann benannt. So, und was geben Sie denn an Hilfestellungen der Stadt Kassel, damit Sie das umsetzen? Dann sagen Sie, ja, KIP gibt es ja, damit können die Investitionen ja finanzieren. Meine Damen und Herren, was soll denn alles immer noch über diese Programme abgewickelt werden? Keinen einzigen Cent, und dann verweisen Sie auf irgendwelche Feigenblätter und sagen, das ist unsere Unterstützung für die Stadt Kassel. Wenn Sie sich anschauen, der Bund selber macht das mit dem Projekt Urban mit 0,8 Millionen €, mit dem Thema Veronika 1,3 Millionen € und ähnliche Themen mehr. Das sind Bundesgelder, und Sie verweisen auf Landesunterstützung einzig und allein aufs KIP. Das ist deutlich zu wenig, genauso wie Sie selber sagen, dass der große Wurf ist das Produkt Digitales Hessen, 5,5 Millionen € im Ansatz, davon 2,5 Millionen € in diesem Jahr kassenwirksam. So sieht der große Wurf, meine Damen und Herren, der Unterstützung der Landesregierung aus. Gute Nacht, armes Hessen. Auf die Teststrecken will ich nicht lange eingehen. Sie sind aber notwendig und richtig. Und dann sagen Sie, im Bereich der Landstraßen ist überhaupt nicht notwendig, dass wir da jetzt schon etwas tun. Wir warten die Entwicklung ab. Wer bei solchen Themen einfach abwartet, wird nachher abgehängt, meine Damen und Herren. Und dass Sie sagen, wir machen nichts, weil die Notwendigkeit nicht besteht, dann fahren wir gerne einmal nach Nordrhein-Westfalen an die L418. Die wird nämlich im Moment gerade ausgebaut, dafür, dass sich nämlich auf der Landstraße digital und autonom vernetztes und autonomes Fahren praktizieren kann. Da können wir gerne einmal hinfahren. Dann sehen Sie, wie notwendig das ist, dass es gemacht wird. Ich hoffe, die neue nordrhein-westfälische Landesregierung macht auch nicht in diesem Thema alles kaputt, was die Vorgänger aufgebaut haben, meine Damen und Herren. Das glaube ich jetzt nicht. Frage von ÖPNV, eines der wesentlichen Themen, weil die Bedeutung von öffentlichem Personennahverkehr in der Frage von digital vernetztes Fahren natürlich eines der zentralen ist, nämlich eben in der verschiedenen Gewichtung der verschiedenen Verkehre, dem Hin- und Herwechseln, was ich brauche, um moderne Mobilität zu generieren. Was sagen Sie denn da, wie Sie das als Land unterstützen wollen? Die Antwort, die Sie geben, ist, wir geben den Verbünden in Hessen 800 Millionen € zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs. Ja. Die 800 Millionen €, das ist das Gesamtpaket, das Sie insgesamt an Bundesmitteln weiterreichen, mit dem bisschen oben drauf an Landesmitteln. Und das machen wir deswegen, damit es keine Abbestellungen in den Angeboten gibt. Das ist doch nichts, damit die noch nebenbei zusätzliche Aufgaben obendrauf bekommen. Das ist Status quo, den Sie damit halten, und nicht das Vorantreiben einer solchen Entwicklung, meine Damen und Herren. Dasselbe gilt bei dem Thema, und da bin ich wieder bei Beschäftigung. Sie merken, Sie können ganz viele Aspekte in dieser Anfrage herausziehen und der Antwort, und Sie merken, so richtig entweder den Durchblick haben Sie nicht oder Sie geben keine Antworten, wie Sie es vorantreiben wollen. Und bei den Online-Vermittlungsdiensten,
Und bei den Online-Vermittlungsdiensten, meine Damen und Herren, Herr Staatssekretär, da wird es ganz abstrus, was Sie da bei uns beantworten. Auf der einen Seite sagen Sie, es gibt überhaupt keine Befürchtungen, dass sich Online-Plattformen wie Uber und Co. nicht negativ auf hessische Beschäftigung auswirken, weil das Personenbeförderungsgesetz im Bund ja im Moment beschreibt, dass es dort keine Veränderung geben kann. Und eine Frage weiter. Antworten Sie darauf, dass Sie genau diesen Passus im Personenbeförderungsgesetz geändert haben wollen und sich in Berlin dafür stark machen, dass das verändert wird. Wenn ich den Status quo beschreibe und sage, es gibt keine Veränderung, ich will die rechtlichen Rahmenbedingungen aber ändern, dann hätte ich gern mal heute von Ihnen eine Aussage, was ist denn da eine Veränderung zu erwarten, wenn Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert haben wollen. Man kann sich doch nicht so hier hinstellen und sagen, wir haben damit nichts zu tun, und dann trotzdem hintenrum sich dafür stark machen, es zu verändern. All das zeigt in den Antworten auch auf die Große Anfrage bei uns diese Ambitionslosigkeit der Landesregierung, das große Auseinanderfallen zwischen Wort und Tat, der Anspruch und Anspruch, Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Das beschreibt die FDP mit ihrem Antrag sehr, sehr richtig. Sie legt genau da auch dann den Fokus mit drauf, was bei Ihnen fehlt. Nur leider, meine Damen und Herren der FDP, haben Sie zwei wesentliche Sachen in Ihrem Antrag vergessen. Bei den Fragen der gesellschaftlichen Organisation und Beratung, und damit muss ich jetzt auch gleich zum Schluss kommen, haben Sie die Gewerkschaften und die Betriebsräte komplett außen vor gelassen. Wenn Sie das wirklich gestalten wollen, brauchen Sie auch deren Know-how und deren Mitdiskussion und mit Einbezug in diese Diskussion, und dass das Holm das einzige und das Instrument für digitale und autonome Mobilität in Hessen ist, das sehe ich auch ein bisschen kritischer. Die Regierungskoalitionen haben fast wörtlich die Vorbemerkung auf unsere Große Anfrage abgeschrieben und feiern damit die Landesregierung und unterstützen sie. Wenn Sie verstehen, das sehen wir etwas anders. Ich glaube, bei meinen Bemerkungen ist herausgekommen, Anspruch und Wirklichkeit bei diesem Verkehrsminister klaffen weit auseinander. Und nur über Digitalisierung und digital vernetztes Fahren zu reden, reicht noch nicht aus. Wir müssen es tun. Und da bleiben große Baustellen in Hessen, auch für die Landesregierung. Und das sollten Sie endlich tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Das Wort hat der Abg. Lenders, die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben jetzt in kürzester Zeit zwei Komplexe zu behandeln. Ich möchte mich stark konzentrieren auf unseren Antrag, wobei die Frage autonomes oder automatisiertes Fahren an diesem Beispiel lässt sich vieles ableiten, was den gesamten Bereich und die Herausforderungen der Digitalisierung anbelangt. Meine Damen und Herren, das automatisierte und autonome Fahren und die Digitalisierung unserer Mobilität, sie werden die Welt, wie wir sie kennen, verändern. Wir werden zukünftig Gast im Fahrzeug sein und nicht mehr Fahrzeugführer. Und diese Entwicklung hin zu hochautomatisierten Fahrzeugen bis zu vollautonomen gesteuerten Fahrzeugen ist sicherlich ein längerer Prozess. Das ist, so sagen uns die Fachleute, eher eine Frage von Jahrzehnten als denn von Jahren. Aber mit diesen Prozessen sind ganz gravierende Veränderungen verbunden. Denn das Auto ist nicht nur das liebste Kind der Deutschen. Meine Damen und Herren, Deutschland lebt auch von Automobil wie kein anderes Land der Welt. Deutschland ist weltweit Leitmarke. Millionen von Arbeitsplätzen hängen vom deutschen Automotive-Cluster ab. Vieles hängt vom Erfolg oder Misserfolg der deutschen Automobilindustrie ab. Das geht um unseren Wohlstand. Das hat viel mit Transformationsprozessen zu tun. Das ist eine Frage der Transformation von einer analogen Welt in eine digitale Welt. Und da gilt es, das erfolgreich zu gestalten. Neue Technologien, autonomes Fahren, bedeuten nicht nur Herausforderungen für die Fahrzeugindustrie. Es bedeutet auch, dass wir Personen, Waren und Güter in Zukunft anders transportieren werden. Beispiel: Der Kraftverkehr in Deutschland sind rund 500.000 Lkw-Kraftfahrer unterwegs, ein erheblicher Teil davon
hier bei uns im Logistikland Hessen. Auf dem Weltverkehrsforum in Leipzig wurde kürzlich Studien präsentiert, die sagen, dass bis 2030 rund 50 bis 70% aller Lkw-Fahrer im Zeitalter der autonomen fahrenden Lkw überflüssig werden. Das sind Herausforderungen, meine Damen und Herren, die müssen wir uns stellen. Lastwagen steuern, bremsen, rangieren in Zukunft selbst. Sie können in Kolonnen unterwegs sein. Sie sind sicherer, brauchen weniger Raum, weniger Parkplatz. Lenkpausen entfallen. Überall da, wo Fahrzeuge im gewerblichen Betrieb sind, wird der Anreiz am stärksten sein, mit automatisierten und autonomen Systemen zu arbeiten. Um Kosten zu senken, Einsatzzeiten zu erhöhen, Ressourcen zu schonen und am Ende auch die Sicherheit zu verbessern. Meine Damen und Herren, deshalb sehen die Fachleute gerade auch den ÖPNV als Vorreiter für autonome gesteuerte Fahrzeugsysteme. Die klassische Einteilung in Individualverkehr und öffentlichen Personennahverkehr, sie wird verschwimmen. Es entsteht ein neues Segment, ein individualisierter ÖPNV. Das heißt, nicht mehr die Fahrpläne von RMV oder NVV bestimmen, wann ich mit dem Bus fahren kann. Der autonom gesteuerte Bus richtet sich vielmehr nach dem konkreten Fahrwunsch der Nutzer. Autonom vernetzte Systeme brauchen keine Ampel mehr. Sie müssen nicht mehr im Stau stehen, weil für jedes Fahrzeug der ideale Weg mit der idealen Geschwindigkeit vorausberechnet wird. Verkehrsrüpel, Parkplatzsuche, Knöllchen schreiben, alles vorbei. Damit verändert sich auch die Anforderung an Stadt- und Raumplanung. Es entstehen neue Chancen für die Innenstädte und sind doch gleichzeitig auch Herausforderungen für die Städteplaner. Die Zahlen der Verkehrsopfer könnte man, sind die Schätzungen, über 90% absenken. Verkehrssicherheit, auch der volkswirtschaftliche Schaden durch Verkehrsunfälle würde damit drastisch sinken. Wir reden hier von rund 30 Milliarden Euro im Jahr. Mobilitätsgebote in Echtzeit, die den tatsächlichen Bedarf entsprechen. Wir haben heute Buslinien mit Auslastung von 0,7 Fahrgästen, also im Schnitt weniger als ein Fahrgast je Fahrt. Diese Form der Ressourcenvergeudung können wir dann beenden, meine Damen und Herren. Damit können wir auch bei der Servicequalität im ÖPNV einen Quantensprung machen. Meine Damen und Herren, autonome Fahrzeuge verändern das Mobilitätsverhalten, die Mobilitätskosten und damit die Optionen für die Nutzer. Die Anzahl privater Autos wird wahrscheinlich sinken. Dafür wird es viel mehr Fahrzeuge geben, die den Nutzer quasi wie Taxis auf Bestellung zu einem gewünschten Ort und zu einer bestimmten Zeit bringen. Meine Damen und Herren, diese Fahrzeuge sind aber im Raum, sie kreisen sozusagen auf den Straßen. Diese Robotaxis, Carsharing-Modelle oder wie immer das genau aussehen wird, bringt neue, vollkommen neue Geschäftsmodelle. Das ist eine vollkommen neue Serviceleistung, die hier geleistet werden muss. Wir werden ländliche Räume viel günstiger mit Mobilität versorgen können, meine Damen und Herren. Aber das sind auch alles Herausforderungen. Das sind Veränderungen auch der Arbeitsplätze. Und da müssen wir auch Antworten darauf finden. Und ich gebe dem Kollegen Tobias Eckert absolut recht. Die Beantwortung der Landesregierung ist an dieser Stelle denkbar dünn. Meine Damen und Herren, autonomes, vernetztes Fahren ist keine Zukunftsspinnerei. Vor zwei Wochen hat Bosch bekannt gegeben, eine Chipfabrik für 1 Milliarde € in Dresden zu bauen, um autonome Fahrersysteme auszurüsten. Alle großen Autokonzerne und Zulieferer investieren in den nächsten Jahren Milliarden an Euro in die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Sie kooperieren dabei mit Technologieunternehmen. Sie bauen ihre Kompetenzen im Bereich künstliche Intelligenz und Deep Learning aus. Die Automobilunternehmen werden Softwareunternehmen, Tech-Unternehmen werden Zulieferer für Fahrzeuge. Wir stehen vor einer Herausforderung, einer kompletten Veränderung der Industrie hier in Deutschland und auch bei uns in Hessen. Meine Damen und Herren, wo findet Hessen hier statt? Was tut die Landesregierung, damit Hessen ein wichtiger Standort der Automobilwirtschaft bleibt? Was tut die Landesregierung für Entwicklung autonomer Fahrsysteme?
Was tut die Landesregierung, um Verkehrsinfrastruktur auf die neuen Mobilitätswelten anzupassen? Sie dürfen der Entwicklung nicht weiter tatenlos zuschauen. Meine Damen und Herren, in Baden-Württemberg hat das Land eine Teststrecke Karlsruhe-Heilbronn aufgesetzt, 2,5 Millionen € Landesförderung. Niedersachsen, Teststrecke zwischen Hannover, Wolfsburg, Salzgitter, 4 Millionen € Landesförderung. Wenn es um konkrete Maßnahmen und konkrete Summen geht, verweist die Antwort auf der Großen Anfrage auf Projekte der Stadt Kassel. Meine Damen und Herren, das ist ja nur herzallerliebst. Das führen Sie auch noch in Ihrem Antrag auf. Insgesamt stellt das Land Hessen für alle Projekte im Bereich vernetzte Mobilität aus eigenen Mitteln, der Kollege hat es schon gesagt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren lächerliche 340.000 € zur Verfügung. Davon entfallen 305.000 €, also 90% auf das Projekt, was der Kollege eben schon genannt hat, sichere, intelligente Mobilität, Testfeld in Deutschland. Und was der Kollege dann noch nicht gesagt hat, dieses Projekt, das 90% ausmacht, wurde schon 2013, vor 4 Jahren, abgeschlossen. Dieses Projekt hat noch Verkehrsminister Dieter Posch auf den Weg gebracht. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung mit diesem Staatsminister Al-Wazir macht nichts. Das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, Sie verschlafen das wichtige Thema Automobilwirtschaft. Sie sind untätig und gefährden damit in dieser Phase des technologischen Umbruchs den Industriestandort Hessen. Sie sind auch unfähig, wenn es um die Zukunft des ÖPNV geht. Wir waren in Berlin und haben uns das Forschungssystem der Deutschen Bahn AG, wir haben uns diese autonom gesteuerten Mikrobusse angeschaut. Meine Damen und Herren, die Fahrzeuge sind da, die Technologie ist da. Wir müssen sie auf die Straße bringen. Wir können sie nicht weiter in Testumfeldern fahren lassen. Wenn wir wirklich vorankommen wollen, sind Sie etwas mutiger. Weisen Sie ein Testfeld aus. Wir, Herr Kollege Eckert, würden das House of Logistics and Mobility für solchen wissenschaftlichen Ansatz als Instrument und Partner gewinnen wollen. Deswegen wollen wir dem NVV, der auch große Kapazitäten und Kompetenz sich erarbeitet hat, nichts wegnehmen. Das funktioniert hervorragend miteinander. Es gibt diesen Widerspruch zwischen NVV und RMV in diesem Bereich aus unserer Sicht nicht. Ich glaube, das lässt sich hervorragend miteinander verknüpfen. Der NVV mit seiner sehr praxisnahen Orientierung und das Holm mit seinem wissenschaftlichen Ansatz, meine Damen und Herren, wenn wir ein bisschen mutiger wären, dann würden wir auch einen ganzen Schritt weiter vorankommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Karin Müller, Kassel für die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Zukunft der Mobilität wird vernetzt, digital und elektrisch sein. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Und ich denke, die Beantwortung der Großen Anfrage hat gezeigt, dass Hessen da auf einem guten Weg ist. Ich weiß, dass wir uns da in diesem Punkt nicht einig sind, weil die subjektive Sichtweise des Einzelnen ist immer etwas anders. Und die von Ihnen und Herrn Lenders auch. Ich komme gleich zu den objektiven Fakten und gehe gleich einmal auf Ihre Rede ein. Herr Eckert, Sie reden davon, dass Hessen kein Geld ausgibt, nur Drittmittel einwirkt und selber kaum etwas in die Hand nimmt. Erstens müssen auch Drittmittel eingeworben werden. Und was kann es Besseres geben, als Geld intelligent auszugeben, um mit wenig viel zu erreichen? Also, was kann man dagegen haben? Und wenn ich gerade beim Thema bin, was tut denn der Bund? Wir sind dabei, das E-Ticket zu entwickeln. Die Holländer geben dafür 15 Milliarden € jährlich aus. Jährlich. Was gibt der Bund aus? 16 Millionen für 3 Jahre. 16 Millionen für 3 Jahre. Da hätte ich mir gewünscht, dass Sie bei der SPD und in der Bundesregierung mehr Druck machen, um dieses Projekt voranzubringen. Denn man braucht da 100 Millionen. Dicke Bretter können Sie nicht bohren, Herr Schäfer-Gümbel. Das hätte ich Ihnen aber zugetraut, dass Sie dicke Bretter bohren können. Na ja, hätten Sie mal früher zugehört, dann. Gut. Nein. Dann zum Thema PBFG haben Sie ja konkrete Fragen gestellt, was wir wollen. Ganz konkret steht es ja auch in der großen Anfrage,
drin. Es gibt ja im ländlichen Raum gerade das Projekt Mobilfight, garantiert mobil, versucht seit 4 Jahren an den Start zu kommen im Odenwald. Und das Problem ist genau dieses, dass es nämlich im Rahmen des PWFG kaum Genehmigungen gibt für private Fahrten, die mit den öffentlichen verknüpft werden. Es bedarf der Genehmigung des Regierungspräsidenten, und es dürfen nicht mehr als 12 Cent an Vergütung gezahlt werden. Das ist ein großes Problem, das unter diesen Rahmenbedingungen hinzubekommen. Und da wäre es schön, wenn wir auf Bundesebene Ihre Unterstützung hätten, das PBFG zu modernisieren, dass solche Angebote, die nämlich öffentliche Mobilität mit privater Mobilität verknüpfen, auch besser vorangebracht werden können. Und jetzt komme ich zu Herrn Lenders, dann habe ich die beiden Punkte abgearbeitet. Also, na, von mir noch nicht. Also einiges, in Ihrem Antrag können wir ja durchaus unterschreiben, aber in Ihrer Rede haben Sie den ÖPNV ja auch noch einmal verstärkt hervorgehoben, aber in Ihrem Antrag wird er dünn erwähnt im Punkt 5. Ansonsten fokussieren Sie sich sehr auf den Individualverkehr und auf das autonome Fahren, aber weniger auf die Verknüpfung der Verkehrsmittel und die Digitalisierung, die Voraussetzung sind der Verknüpfung und der Mobilität der Zukunft. Also ist das liebste Kind der Deutschen das Auto, aber auch das liebste Kind der FDP. Aber ich freue mich, wenn Sie uns in den anderen Bereichen, wie wir auf verschiedenen Veranstaltungen gehört haben, ja unterstützen. Jetzt zu Ihrem Punkt Holm, dass das Holm als wissenschaftliches Zentrum beauftragt werden kann. Auch darüber haben wir schon öfters geredet. Das Holm ist eine Vernetzungsplattform, die Wissenschaft mit Unternehmen verknüpft und nicht selber Wissenschaft betreibt. Und das ja, ich habe es Ihnen auch schon mal erklärt. Wir kommen da irgendwie nicht zusammen, aber wir waren noch zusammen auch im Holm. Langsam müssen Sie es ja verstanden haben. Und das Fachzentrum ländlicher Raum ist im Holm etabliert von NVV und RMV. Da wird gerade ganz viel auf den Weg gebracht. Es wird eine Plattform ÖPNV Digitalisierung gerade ins Leben gerufen. Das müssten Sie alles wissen. Und ich denke, da geht die Landesregierung zusammen mit dem Holm voran. Dann noch ein Punkt zu den Teststrecken. Sie haben ja selber unter FDP-Regierung gab es DIMTD, aber dass es nicht noch mehr Teststrecken gibt, liegt ja auch daran, dass die Automobilwirtschaft in Hessen nicht so stark ist wie in den von Ihnen genannten Ländern Baden-Württemberg und Niedersachsen. VW ist in Niedersachsen, zwar auch im Baunatal, aber und ja, genau. Ja, ich wollte Sie doch gerade mal loben, dass Sie die Grundlagen gesetzt haben. Und dass es aber auch an der Automobilindustrie liegt, das zu unterstützen und dass da diese Unterstützung fehlt. So. Jetzt komme ich noch einmal zu der großen Anfrage und zum eigentlichen Thema. Im ÖPNV wird bereits heute ja vernetzt gefahren, und das Auto wird in Zukunft nur noch ein Portionsauto sein und dazu auch einen Teil zur Intermobilität liefern, aber auch nur einen. Der ÖPNV ist das Rückgrat, weil damit Massentransport stattfindet. Wenn der Verkehr nicht stärker sich auf den ÖPNV konzentriert, wird es mehr Staus geben. Also müssen wir die Verkehrsmittel miteinander verknüpfen und das Auto als Portionsauto in diese Wegekette einbeziehen. Und auf diesem Wege ist auch die Landesregierung. Im Bereich von Bussen und Bahnen gibt es innovative Projekte, die Sie ja auch im Holm besichtigen können, z.B. die systematische Untersuchung von Schienenfahrzeugen. Es ist dann nicht mehr notwendig, die Schienenfahrzeuge in Intervallen zu untersuchen, sondern durch die Computerunterstützung und Digitalisierung wird gemeldet, wann die Wartung anliegt. Das spart viel Arbeit, ist ein besonders innovatives Projekt, das vorangetrieben wird. Aber wie das bei allen Dingen ist, gibt es Chancen und Risiken. Alles, was digitalisiert wird und automatisiert wird, ist auch Hackerangriffen ausgeliefert. Und da müssen wir ganz sensibel und vorsichtig sein, auch was das Thema Datenschutz angeht. Also, das müssen wir immer mit berücksichtigen. Alles gut und richtig, aber man muss auch die andere Seite mit im Blick haben. Und auch im Bereich Schemaökonomie sind wir weit voran. Jetzt erst kürzlich hat der Verkehrsminister das Projekt in
Offenbach vorgestellt, wo nämlich genau diese Mobilität der Zukunft passiert. Es gibt an Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV, Carsharing, Bikesharing usw. So vom App her können Sie ablesen, an welchen Stationen die Autos und die Fahrräder stehen. Und Sie müssen sie nicht wieder zurückbringen, sondern können sie auch an anderen Punkten abgeben. Damit wird dann die App der Generalschlüssel für die Mobilität. Ja. Und dann noch einmal kurz zum Thema staufreies Hessen. Auch da hat ja die FDP und die CDU damals angefangen, Seitenfreigabe, Verkehrsmanagement und. Aber damals noch sehr autozentriert, wie Sie heute ja auch noch sehr autozentriert sind. Dieses Projekt staufreie Hessen haben wir in mobiles Hessen umgewandelt, um mehr Mobilität und weniger Verkehr auf der Straße und der Schiene zu haben. Das ist eine Dachmarke. Das ist auch alles in der Großen Anfrage beschrieben worden. Dort können Sie nachlesen, noch einmal, was in dem Bereich alles gemacht wird. Ziel ist klar formuliert. Hessen wird zum Vorreiter bei der Entwicklung dieser als intermodal bezeichneten Form der Mobilität. Und die Strategie Digitales Hessen haben wir hier auch schon einmal diskutiert. Und wir werden hier auch noch einmal eine Anhörung zu dem Thema bekommen. 5,5 Millionen Landesmittel stecken darin. Ich finde, das ist nicht nichts, sondern ein ganz beachtlicher Betrag. Und auch das Geld für die Verbünde ist schon erwähnt. Damit kann man eine ganze Menge machen. Und damit machen die Verbünde auch eine ganze Menge. Gerade im ländlichen Raum, das hat der Lenders auch gesagt, ist das autonome Fahren eine Chance. Es gibt diese People Mover, die ausprobiert werden. Und gerade die Zeit, in der jetzt das autonome Fahren vollständig entwickelt wird, muss man für diese Modellprojekte nutzen, um Dinge auszuprobieren. Das macht diese Landesregierung, um im ÖPNV damit anzufangen. Frau Kollegin, darf ich Sie mal ganz kurz unterbrechen? Aber nur ganz kurz. Ja, okay, das war's. Sie haben das Wort. Bitte. Gut. Diese Demoprojekte im ÖPNV können das Zeitfenster bis zum vollständigen autonomen Fahren nutzen und dabei die Mobilität von morgen voranbringen. Aber es gibt beim Thema autonomes Fahren, ich sage es gerne noch einmal, damit wir das auch im Blick behalten, noch eine jede Menge Baustellen zu klären. Die Ethikkommission hat ja erst kürzlich die Richtlinien aufgestellt, die jetzt in Gesetze gegossen werden sollen. Dabei sind ganz wichtige Fragen zu klären. Wer übernimmt die Letztverantwortung und damit die Haftung? Ist das Ziel der Nullverkehrstoten rückt damit sicherlich näher, wenn menschliche Fehler ausgeschlossen sind. Aber wir dürfen den Algorithmen nicht die Entscheidung überlassen, welches Leben wichtiger ist und ob ein oder zwei Tote zu verantworten sind. Diese Entscheidung dürfen wir keiner Maschine und keiner Technik überlassen. Dafür müssen wir selber sorgen. Und es muss dann auch ganz klar sein, dass es die absolute Sicherheit nicht geben kann. Die höchstmögliche soll zwar angestrebt werden, aber die Frage, die sich stellt, wie viel Freiheit geben wir auf für die höchstmögliche Sicherheit? Also wie viele Daten wollen wir von uns preisgeben? Wie werden diese Daten geschützt? Da ist noch jede Menge Arbeit zu leisten, bevor wir da beim autonomen Fahren zu 100% am Ziel sind. Und ich komme zum Schluss, weil das ja hier so ein bisschen lächerlich gemacht wurde. Meine Zeit ist auch gleich abgelaufen. Kassel als Vorreiter, als Modellstadt für intelligente Vernetzung. Ich finde, doch, aber Herr Lenders, aber als klein. Ja, aber wenn wir Kassel als Eckpfeiler für intelligente Mobilität und Darmstadt als digitale Stadt haben, die übrigens noch nicht drinstehen konnte, weil es sie damals noch nicht gab bei der Beantwortung der Großen Anfrage, dann haben wir in Hessen zwei Eckpfeiler, von denen es ins ganze Land ausstrahlt, dass wir erfolgreich sein werden im Bereich intelligente Mobilität. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich wollte Ihnen eigentlich vorhin nur zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen, aber das haben Sie mit Ihrem haben Sie geschafft. Wunderbar. Wir üben das noch einmal weiter. Ansonsten darf ich den Kollegen bitten, wenn weniger da sind, wird jedes Einzelgespräch lauter. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht dafür zu sorgen, dass ein paar mehr da sind, dann können wir wieder miteinander reden. Aber es gibt auch die Möglichkeit des Flüsterns.
Und das ist schon eine erhebliche Belastung für die Rednerin, wenn sie hier vorne dauernd nur das Gemurmel aus ihrem Saal hört. Das Wort hat nun der Kollege Caspar für die Fraktion der CDU. Ich bin der SPD-Fraktion dafür dankbar, dass Sie die Große Anfrage gestellt haben zu autonomem Fahren und vernetzter digitaler oder digital vernetzter Mobilität, weil es die Möglichkeit gibt, ein Thema, mit dem sich viele Menschen draußen beschäftigen, auch hier im Landtag zu debattieren. Ich bin der Landesregierung dafür dankbar, dass sie die Frage gut und qualifiziert beantwortet hat. Herr Eckert, Sie haben sich hier heute dann im Wesentlichen sich darauf konzentriert, dass die Antworten Ihnen nicht ausreichen und dass das Geld, das das Land dafür gibt, zu wenig ist. Gut, als Opposition ist das immer die richtige Linie, zu sagen, was die Regierung tut, ist zu wenig und es müsste mehr Geld sein. Aber ich glaube, inhaltlich liegen wir gar nicht sehr weit auseinander, weil wir, glaube ich, hier von allen Fraktionen das Interesse haben, diese Entwicklung voranzubringen, weil sie gut ist und weil sie vor allem für die Menschen gut ist. Warum ist das für die Menschen gut? Weil sie mit ihrem individuellen Verkehrs- und Mobilitätsbedürfnis im Mittelpunkt stehen müssen. Wir haben meines Erachtens viel zu lange teilweise ideologische Diskussionen geführt über unterschiedliche Verkehrssysteme, ÖPNV oder IV oder was auch immer, Bahn oder Schiene, Auto oder Fahrrad oder was auch immer. Ich glaube, der richtige Ansatz ist, und hier ist ja auch die jetzige Regierungskoalition in Hessen sehr gut unterwegs, zu sagen, wir orientieren uns an den Menschen. Was ist das, was Sie individuell wünschen? Und das ist ja immer ein individuelles Verkehrsbedürfnis. Und deswegen ist das völlig richtig, was Kollegin Müller hier eben gesagt hat, dass wenn wir ein System haben und wir sind auf dem Weg dorthin, dass jemand morgens in seine App eingibt, ich will um 15 Uhr an dem und dem Ort sein, dass er dann eben genau eine Mitteilung bekommt, welches Verkehrsmittel er dann nehmen muss, sei es das Fahrrad, sei es ein Carsharing-Fahrzeug, sei es das eigene Auto, wo er vielleicht umsteigen muss auf schienengebundenen Verkehr und Ähnliches. Das heißt, die Vernetzung ist sicherlich der Schlüssel. Und wenn es so ist, dass der Einzelne nur noch angeben muss, ich muss zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort sein, und die Systeme sind so, dass sie nicht nur anzeigen, welche Mittel zu benutzen sind, sondern die sozusagen auch jeweils dann gebucht haben und die bereitstehen, dann glaube ich, sind das Entwicklungen, die wir heute uns noch kaum vorstellen können. Aber ich glaube, in wenigen Jahren werden wir hier schon große Schritte weiter sein. Ein weiteres Thema ist das Thema autonomes Fahren. Das wird natürlich auch verbunden mit vielen Ängsten. Wird sich ein Mensch einem künstlichen Fahrzeug anvertrauen, ohne sozusagen die ständige Kontrolle des Menschen? Und da will ich mal die Aufmerksamkeit darauf legen, dass wir in der Geschichte des autonomen Fahrens so etwas schon haben, wenn auch in etwas eingeschränkter und in anderer Form. Aber auch dort gab es eine ähnliche Entwicklung. Denken Sie an die Aufzüge in den Häusern. Als die aufkamen, war es ja auch so, dass als erstes Mal der Aufzugsführer dabei war. Und man hat sich in dieses merkwürdige Gefährt anstelle der Treppe nur hineinbegeben, weil man Vertrauen hatte, wenn da der Aufzugsführer drin ist, dem wird schon nichts passieren, der ist ja da verantwortlich, dann kann ich dort auch hineingehen. Wir wissen alle, die nächste Entwicklung war, dass auch dort es zu einem autonomen Fahren gekommen ist, und zwar in der Form, dass man die Kabine betritt, dass man den Aufzug ruft, dass man die Kabine betritt, dass man die Entscheidung trifft, wo will ich hin, und das Fahrzeug bringt einem dahin. Auch da wissen wir, dass bis heute es viele Menschen gibt,
bei denen das Ängste und Unsicherheit auslöst, weil sie sich auch einer Kabine anvertrauen, ohne einen Menschen zu haben, der im Zweifelsfall einem beistehen kann. Man hat das dann über Rufsysteme gelöst, um in Notfällen Kontakt aufnehmen zu können. Aber ich finde, das sollte man sich immer anschauen, wenn wir über die Sorgen und Ängste der Menschen sprechen, sich diesen autonomen Systemen anzuvertrauen. Und interessant ist, dass es dort auch eine Weiterentwicklung in der Hinsicht einer Optimierung gegeben hat. Wenn Sie heute z. B. in ein Bürogebäude gehen, in dem 3, 4, 5, 6 Aufzüge sind, dann ist es eben nicht mehr so, dass Sie in irgendeine Kabine hineingehen und dann dort die Etage drücken, zu der Sie wollen, sondern dann haben wir dort die Situation, dass Sie unten angeben müssen, wo will ich hin. Und dann bekommen Sie dort die Mitteilung, nehmen Sie die Kabine so und so, weil das System errechnet hat, das ist die Kabine, die am wirtschaftlichsten Sie zu der Etage bringt, wo Sie hinwollen, weil mit berücksichtigt wird die Fahrbedürfnisse aller anderen, die sich ebenfalls im Haus bewegen wollen. Und ähnlich wie wir das bei dem relativ einfachen System der Aufzüge haben, werden wir das eben nicht nur in der vertikalen Bewegung in Form dieser Aufzüge, sondern eben in Zukunft auch in der horizontalen Bewegung haben, wenn Menschen sich eben von einem individuellen Ort A zu einem speziellen Ort B entwickeln oder bewegen wollen. Hier ist die Entwicklung sehr gut am Laufen. Man kann nachvollziehen, dass viele Parameter viel komplizierter sind. Aber wir müssen sagen, dass eine Unmenge der Probleme, die noch vor einigen Jahren als unlösbar erschienen, mittlerweile technisch gelöst sind und dass diese Dinge umgesetzt werden können. Jetzt komme ich noch zu Herrn Lenders. Herr Lenders, Sie haben auch kritisiert, dass hier zu wenig seitens des Landes Hessen investiert wird. Das hat mich insoweit überrascht, weil Sie ja sonst meiner Ansicht nach zu Recht sagen, es ist jetzt nicht unbedingt die öffentliche Hand, die der Innovationstreiber ist, sondern es ist doch so, dass wir Plattformen bieten müssen, damit die, die sich damit beschäftigen, zusammenkommen, beispielsweise die Verkehrswissenschaftler oder die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, und dass der Staat denen möglichst wenig reinredet in der Frage der Innovation. Und ich glaube, wir haben in Hessen gerade mit dem Holm doch eine hervorragende Plattform dafür geliefert. Und Sie waren ja selbst auch bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei, die sich genau mit diesen innovativen Systemen beschäftigt hat, dass wir dort eben eine Plattform haben, wo eben die Genannten zusammenkommen können und dann in der Entwicklung die Dinge auch voranbringen können. Dass im Einzelfall immer eine Anschubunterstützung und Finanzierung dann zu leisten ist, ist sicherlich richtig. Aber auch in der Hinsicht sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Alles in allem kann ich feststellen, Logistik und Verkehr sind eine der zentralen Themen gerade unseres Bundeslandes. Wir liegen nicht nur in der Mitte in Deutschland, wir liegen auch in der Mitte in Europa. Das heißt, die Ost-West-, die Nord-Süd-Verkehre in Europa finden im Wesentlichen hier statt. Deswegen ist das für uns ein zentrales Thema. Und wir werden von daher auch von der politischen Seite weiter alles tun, um dort die Innovativität und die Weiterentwicklung zu unterstützen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen heute über vernetzte und autonome Mobilität und was diese zunehmend vernetzte Mobilität für Hessen bedeutet. Ja, sie kann große Vorteile bringen, z.B. bei der Vernetzung des öffentlichen Nahverkehrs, bessere Informationen über die Pünktlichkeit oder verbesserte Anschlüsse z.B.
Und in der Vernetzung mit Leihfahrradsystemen und Carsharing-Angeboten liegen große Potenziale, um durch attraktivere und flexiblere Reiseketten die Nutzung öffentlicher Verkehrsangebote attraktiver zu machen. In der Zukunft können autonome Sammeltaxis den ÖPNV im ländlichen Raum sinnvoll ergänzen, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ältere Menschen. Aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Heute wird manches, das muss man leider auch sagen, als Digitalisierung vermarktet, was in der Praxis eher eine Verkomplizierung als eine sinnvolle Neuerung ist. Ein Beispiel ist das E-Ticket des RMV, das auch in der Antwort der Landesregierung als digitales Produkt hervorgehoben wird. Das E-Ticket in dieser Form ist aber ein Beispiel für Fortschritt, das Fortschrittswillen ohne Betrachten des Nutzens. Die Fahrgäste müssen immer noch an den Automaten, sich aber vorher woanders die Plastikkarte besorgen. So können Sie nicht ohne Weiteres selbst auslesen die Karte und schauen, was darauf gespeichert ist. Und Busse müssen teuer nachgerüstet werden. Das ist ein gutes Beispiel für ein nicht sinnvolles Produkt der Digitalisierung. Das hilft in der Praxis wenig weiter, leider. Und anderswo gibt es sehr wohl gute Beispiele für eine sinnvolle Umsetzung eines E-Tickets, z. B. in den Niederlanden, wo es seit 2014 ein landesweites System vom Bus über die Tram bis zur Eisenbahn gibt. Sie brauchen keinen Automaten, halten ihre Plastikkarte einfach beim Einsteigen an eine Säule und beim Aussteigen noch einmal und erhalten hinterher gegebenenfalls die Rechnung nach Hause, wenn sie keine Zeitkarte haben. So, das ist ein Beispiel, wie es funktionieren kann. So, wie es beim RMV derzeit ist, funktioniert es aus unserer Sicht eher nicht, meine Damen und Herren. Und ähnlich verhält es sich mit dem Experiment namens RMV Smart, der kein Weg in die Zukunft ist, sondern einen Taxipreis für Busse und Bahn einführt faktisch. Es ist gut, wenn durch Vernetzung Mitnahmemöglichkeiten auf dem Land eröffnet werden. Das diskutieren wir hier auch immer. Car- und Ridesharing, also das Teilen von Autos und das Mitfahren in Fahrgemeinschaften, wenn das erleichtert wird. Aber klar muss auch sein, Fahrgemeinschaften sind sinnvoll und gut, wenn sie freiwillig gebildet werden. Aber Mitnahmesysteme können und dürfen keinen Ersatz für ein attraktives ÖPNV-Angebot auch im ländlichen Raum sein, meine Damen und Herren. Und erst recht darf es keinen Platz geben für eine kommerzielle Umsetzung von Fahrgemeinschaften wie die illegale Taxikonkurrenz der Firma Uber. Meine Damen und Herren, teilautonome Autos gibt es heute bereits, also Autos, die bestimmte Funktionen automatisch übernehmen, z. B. Spurwechsel oder das Blinken. Und ich will nur anmerken, dass gerade eine Blinkautomatik, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, wo man den Eindruck hat, dass manch einer für sich das Blinken faktisch abgeschafft hat, wäre vielleicht schon ein großer Vorteil, das zu automatisieren. Und in der mittelfristigen Zukunft könnten die Autos auch vollautonom fahren, also ganz alleine. Das könnte erhebliche Vorteile haben. Wenn alle Autos vollautonom führen, könnten 4.000 Verkehrstote jedes Jahr vermieden werden. Das wäre eine der größten lebensrettenden Maßnahmen der letzten Jahre. Und da muss man natürlich sagen, dass man das Sicherheitsrisiko Mensch am Steuer, da er abgelenkt ist, der zu langsam reagiert, der Fahrfehler macht, das könnte man damit minimieren. Und auch die Umwelt könnte profitieren, wenn Autos geteilt werden und auch weil vollautonome Autos hoffentlich vernünftiger fahren als manch einer, die vielleicht dann keine hunderte PS mehr brauchen und damit auch weniger Sprit verbrauchen und weniger Schadstoffe ausstoßen. Herr Bellino, ich kann Ihr Fahrstil nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob ein autonomes Auto intelligenter fahren würde als Sie oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber insgesamt, dass es Vorteile bringen könnte, wenn man hier auch auf eine spritsparende, auf eine spritfahrende Autofahrweise umstellen würde. Dafür müsste natürlich echter Fortschrittswille herrschen, der Mut, das Verkehrssystem Kfz neu zu denken und das autonome Fahren nicht nur als das neueste Gimmick zur Absatzförderung der deutschen Automobilindustrie zu betrachten, sondern eben auch wirklich als einen Baustein in einer Entwicklung, dass wir weniger Autos auf den Straßen haben, dass weniger Autos gefahren werden. Und ich will nur anmerken, das ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Automobilindustrie, weil das autonome Fahren würde natürlich das
Nutzungs- und Kaufverhalten würde das völlig verändern. Weil die Frage ist ja, für was brauche ich ein eigenes Auto, das in der Regel 23 Stunden am Tag rumsteht? Für was brauche ich das, wenn es autonome Autos gibt, die man quasi einfach bestellen kann, die dann autonom zu einem kommen? Von daher will ich nur anmerken, dass die Frage autonomes Fahren auch für die Automobilindustrie eine große Herausforderung ist und natürlich auch Fragen aufwirft, meine Damen und Herren. Und da will ich auch zu dem kommen, was Kollegin Müller eben angesprochen hat, nämlich die ethischen Fragen rund um selbstfahrende Autos. Damit hat sich die Ethikkommission des Deutschen Bundestages befasst und viele interessante Fragen ja auch weitgehend offen gelassen. Nicht nur die oft zitierten Dilemmata, in die ein Computer geraten kann, wer bei einem Unfall geschont bleiben soll, weil eben ein Computer bei einem Unfall tatsächlich entscheiden kann, während ein Mensch oft nur noch irgendwie reagiert. Und wenn das vollautonome Fahren erst einmal ausgereift ist, wird sich zwangsläufig eine ganz andere Frage stellen. Ist es dann überhaupt noch ethisch verantwortbar, wenn sich der Mensch selber ans Steuer setzt, wohl wissentlich, dass das ein Sicherheitsrisiko ist? Und ich finde, das wirft Fragen auf. Das wirft aber auch Fragen auf der technischen Manipulierbarkeit, nämlich wer schützt die Software der autonomen Autos vor Manipulation? Vor Manipulation desjenigen, der sein Auto gerne mal etwas schneller fahren lassen würde oder der es vielleicht gerne so programmieren möchte, dass es sich auf Kosten anderer vordrängelt, oder aber, dass es im Falle eines Unfalls immer die Insassen schützt auf Kosten der Menschen drumherum. Also, von daher ist schon die Frage, wer schützt die Autos vor Manipulation und Missbrauch? Und ich finde, diese Frage muss man sich in Zukunft natürlich ganz genau stellen, wenn man in dieser Entwicklung weiterkommt. Denn die Kfz-Sicherheit ist heute schon, und das wird beim vernetzten Auto umso mehr sein, IT-Sicherheit. Und bei der IT-Sicherheit gilt, alles, was technisch möglich ist, wird auch irgendwann von irgendjemandem gemacht werden. Und in den letzten Tagen wurde wieder ein groß angelegter Hackerangriff auf Computersysteme bekannt. Betroffen waren Großkonzerne wie die Deutsche Post und die Metro. Und natürlich können auch Autos sowohl für Kriminelle, für Terroristen, aber auch für Geheimdienste und Militär ein Angriffsziel sein. Denn jedes Auto ist eine Waffe. Das muss man in diesen Tagen leider nicht besonders begründen. Wenn vernetzte Autos durch Hacker z.B. von außen steuerbar wären, wäre das fatal. Und leider, das muss man auch sagen, hat die Automobilindustrie bisher mehr beim kreativen Betrug mit Verbrauchs- und Abwasswerten hervorgetan als bei der IT-Sicherheit, wenn man z.B. daran denkt, wie einfach Funkschlüssel und Bordcomputer bereits heute zu hacken sind. Kurzum, das gesenkte Unfallrisiko bei autonomen Autos wird also durch neue Risiken eingetauscht, wo es vor allem eben um die Datenrisiken geht. Und diese können auch weniger kriminell, aber trotzdem datenschutzrechtlich natürlich höchst bedenklich sein, wenn Versicherungen oder Unternehmen Interesse an dem Fahrzeug und damit an den Bewegungsdaten der Autonutzer haben. Deshalb stellen sich hier eine ganze Menge Fragen. Auch ich will noch eine aufwerfen. Automatisierte Autos werden untereinander kommunizieren. Aber wie findet denn die Kommunikation mit den Fußgängern und den Radfahrern statt? Heute ist es so, dass bei einer unübersichtlichen Kreuzung es hilft, dass man mal Blickkontakt hat, dass man Handzeichen gibt. Aber wie funktioniert das, wenn der Mensch, der im autonom fahrenden Auto sitzt, gerade eine Zeitung liest? Und deshalb, es gibt eine ganze Menge Fragen zu klären. Ähnlich wie beim Elektroauto gilt aber auch beim selbstfahrenden vernetzten Autos, wenn wir einfach nur den Antrieb und die Steuerung austauschen und sonst so weitermachen wie zuvor, löst das das Grundproblem nicht. Denn die Autos werden weiterhin Straßen und Städte verstopfen, wenn weiterhin fast jeder eines besitzt, der es eben dann im Schnitt 23 Stunden am Tag rumstehen lässt und sonst alleine damit fährt. Und es könnte natürlich sogar passieren, dass das Auto noch attraktiver wird, weil man seine Zeit während der Fahrt anders nutzen kann, die Fahrt noch viel bequemer wird. Und da will ich schon deutlich sagen, ein neuer Autoboom wird dieser Planet, wir haben vor heute Nachmittag über Klimaschutz gesprochen, einen neuen Autoboom wird dieser Planet sicher nicht verkraften, meine Damen und Herren. Also, beim vernetzten Auto gibt es eine ganze Menge zu regeln. Ich muss gestehen, dass es mir etwas schwerfällt, das einem Bundesminister zuzutrauen, der gerne große Karos trägt und gerade eine Maut als ausländerfeindliches Projekt eingeführt hat. Aber gut, im Herbst gibt es ja auch Möglichkeiten, da anders zu entscheiden. Jenseits der fernen Zukunftsmusik können und sollten wir in Hessen die Chancen der Digitalisierung nutzen,
wirklich intelligente Mobilitätsketten jenseits des Autos anzubieten. Und die richtigen Stichworte fallen zwar auch in der Antwort der Landesregierung, aber ich glaube an wirklich konkreten, sinnvollen Konzepten. Ich glaube, da müssen wir noch weiter dran arbeiten. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat Herr Staatssekretär Samson das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst darf ich mich auch ganz herzlich bedanken bei der SPD für die Große Anfrage. Da haben Sie sich wirklich vertieft mit beschäftigt. Und die Fragen waren auch nicht ganz einfach und zeigen, dass Sie auch tief in das Thema eingestiegen sind. Ich glaube, auch die Antwort ist ein Kompendium von konkreten Beispielen, was in dem Themenfeld passiert, und insofern auch für weitere Diskussionen sicherlich ganz hilfreich. Ich glaube, auch in den bisherigen Redebeiträgen ist sehr deutlich geworden, dass wir in der Analyse einen weitgehenden Konsens haben. Das ist ein wichtiges Thema, was wir brauchen für die Gestaltung von Mobilität der Zukunft. Und dass es dort viel zu tun gibt, dass es Möglichkeiten und Chancen gibt und auf der anderen Seite aber auch eine Menge Herausforderungen. Wir als Landesregierung arbeiten daran, die Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten, nicht nur im Sinne von Willy Brandt, sondern auch, weil wir davon überzeugt sind, dass wir das tun müssen. Und wir verfolgen eine Verkehrspolitik mit dem Ziel, durch ein digital vernetztes Verkehrssystem jedem jederzeit schnell und umwelt- und klimaschonend an sein Ziel zu bringen. Das ist ein hoher Anspruch, sehr abstrakt zugewiesenermaßen. Aber ich glaube, da gibt es einiges zu tun. Wichtig ist, dass die Digitalisierung ein ganz zentraler Baustein für die Verkehrswende ist. Ohne die Digitalisierung werden wir die Herausforderungen im Verkehrssektor nicht bewältigen können. Wir beziehen dabei ein sowohl die Verkehrsinfrastrukturen als auch den ÖPNV, ebenso wie intelligente Verkehrssysteme und Elektromobilität. Digitalisierung und Elektromobilität sind zwei zentrale Bausteine, die man zusammendenken muss. Ich glaube, an der Stelle sind mir auch Ihre Beiträge hier in der Debatte deutlich zu kurz gekommen. Man kann nicht das Thema Mobilität oder Digitalisierung isoliert betrachten, sondern man muss es gemeinsam sehen. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Zum Bereich Automatisierung. Wir sehen im Bereich der automatisierten und digital vernetzten Mobilität sehr große Chancen. Beides eröffnet im Verkehrsbereich ganz neue Möglichkeiten. Die zunehmende intelligente Vernetzung von Verkehrsteilnehmern untereinander, Car-to-Car-Communication insbesondere, aber auch mit der Infrastruktur, hilft dem Verkehr effizienter, sicherer und am Ende damit auch klimaschonender und umweltfreundlicher zu machen. Außerdem fördert die Vernetzung verschiedener Mobilitätsdienste ökologisch und ökonomisch sinnvolles Verkehrsverhalten. Ich glaube, es gibt kaum etwas Schwierigeres, als individuelles Mobilitätsverhalten nachhaltig zu gestalten. Die Digitalisierung über Apps und Informationen und über Vernetzung bietet da eine ganz große Chance, die wir nutzen wollen und nutzen werden. Bei all diesem Optimismus und den Chancen, die damit verbunden sind, ist aber auch klar, und ich glaube, das wird auch in der Beantwortung der Großen Anfrage deutlich, der Weg dahin ist schwierig. Wir werden noch viele Herausforderungen lösen müssen, und wir werden gute Akteure dazu brauchen. Und die haben wir hier in Hessen. Und es gibt nach wie vor eine ganze Reihe offener technischer und rechtlicher Fragen. Und eben wurde auch schon auf die ethische Dimension des autonomen Fahrens hingewiesen. Den strategischen Rahmen, den wir dafür aufgestellt haben, hier auch in diesem im Landtag bereits vor einiger Zeit, ist einmal das mobile Hessen 2020 und zum anderen die Strategie Digitales Hessen. Beide strategischen Bausteine muss man zusammen sehen, um eine vernünftige Antwort auf Ihre zentralen Voraussetzungen, Annahmen und Schlussfolgerungen zu nehmen.
Die Schlussfolgerung, dass wir nur in 7 Projekten etwas machen, ist deswegen zu kurz gegriffen. Sie müssen sehen, dass wir sowohl in der Digitalisierungsstrategie als auch bei Mobilen Hessen 2020 jeweils etwas machen für die Digitalisierung auch der Mobilität. Es ist nicht ganz einfach, das immer abzugrenzen, weil am Ende man muss es in einem Bild sehen. Insofern würde ich Ihre Kritik, dass wir zu wenig ausgeben, für das Thema natürlich zurückweisen. Es ist Ihr gutes Recht, mehr zu fordern. Das hilft uns auch. Von daher habe ich da kein Problem mit in der Auseinandersetzung und im Diskurs mit dem Finanzminister. Das ist alles in Ordnung. Aber ich sehe kein Problem darin, wenn wir mit unseren hessischen Akteuren auch Mittel vom Bund und der EU generieren, um hier in Hessen gute Dinge zu machen. Da fließen deutlich mehr Mittel, als wir als Land da reinstecken, unzweifelhaft richtig. Aber solange hier in Hessen gute Projekte laufen, ist mir das relativ egal, woher das Geld kommt. Und dann nehme ich es lieber vom Bund und von aus Brüssel, als dass wir hier aus hessischen Kassen das finanzieren müssen. Lassen Sie mich ein paar konkrete Beispiele machen, damit es anschaulicher wird, was wir in Hessen tun. Intelligente Verkehrssteuerung ist genannt worden. Wir optimieren den Verkehrsfluss auf den Autobahnen. Wir werden das staufreie Hessen, so wie es mal konzipiert war, nicht erreichen können. Das wissen Sie alle. Sie sind jeden Tag auf der Autobahn unterwegs. Aber wir können den Verkehrsfluss optimieren. Es gibt 54 dynamische Wegweiser mit integrierter Stauinformation auf ungefähr 270 km Streckenbeeinflussungsanlagen, die aktiv im Einsatz sind, bei einem gesamten Autobahnnetz von 1.000 km. Das heißt, ein Viertel aller hessischen Autobahnen sind unter dem Einfluss von Streckenbeeinflussungsanlagen. Und das ist nicht nur die Anlage, die Sie da oben sehen, sondern im Hintergrund arbeitet eine Verkehrszentrale, die versucht, Verkehre zu lenken und zu steuern. Wir setzen auf 92 Kilometern die sogenannte temporäre Seitenstreifenfreigabe ein. Bei diesem Thema war und ist Hessen Vorreiter. Wenn Sie durch andere Bundesländer fahren, sehen Sie noch lange nicht so viel wie hier in Hessen. Da sind wir sowohl technologisch an der Spitze in Deutschland und sicherlich auch in Europa. Wir sind Marktführer im Bereich bundesweites Baustellenmanagement. Wir verwalten sogenannte Slots. Auch da ist kriegen wir immer wieder Hinweise auf suboptimales Baustellenmanagement. In dem Bereich sind wir sehr, sehr gut und glaube auch, dass viele Bundesländer von uns abschauen. Ich höre hier in der Debatte ganz viele Beispiele, was in anderen Bundesländern auch gut läuft. Das ist klar, das ist auch die Aufgabe der Opposition, insbesondere außerhalb der hessischen Landesgrenzen mal zu schauen, was dort alles gemacht wird. Ich bin mir sicher, spätestens durch die Beantwortung der Großen Anfrage haben wir in anderen Parlamenten zukünftig den Hinweis, was alles so toll in Hessen läuft. Das hat was mit das ist der eine Punkt, ich komme noch mal drauf. Das ist das Thema der Prophet im eigenen Lande. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn Sie nach Berlin fahren und mal erzählen, was wir hier alles machen in verschiedenen Bereichen, fragen Sie mal Herrn Ringert, der RMV steht bundesweit als einer der innovativsten Verkehrsverbünde. Das ist unumstritten. Da wird sehr, sehr viel gemacht. Und wir finden hier immer noch etwas, was man besser machen kann. Das ist Aufgabe der Opposition, zugestanden. Aber ich glaube, der RMV ist da sehr, sehr gut positioniert. Und insofern bin ich mit dem Zustand erst einmal zufrieden. Danke schön. Lassen Sie mich noch einige Beispiele zum automatisierten Fahren bringen, denn das ist ja hier insbesondere angesprochen worden. Wir haben verschiedene Projekte, die in Hessen bereits vor einigen Jahren angestoßen wurden und die das autonome Fahren erst einmal möglich gemacht haben über die wichtige Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und den Fahrzeugen und der Infrastruktur. Wir haben im Korridor Rotterdam-Frankfurt-Wien ein europäisches Projekt, das jetzt bereits den Regelbetrieb vorbereitet. Da sind wir nicht mehr in der Erprobung, sondern gehen wirklich in den Regelbetrieb. Wir haben im Bereich des kooperativen, hochautomatisierten Fahrens eine Teststrecke, bei der wir Geschwindigkeiten bis zu 130 km ausprobieren. Das ist wirklich eines der besten bundesweiten Projekte, die wir hier haben. Man sieht es nicht immer so, aber es gibt es.
Mit der Automatisierung und der Digitalisierung eröffnen sich aber auch für den öffentlichen Personennahverkehr enorme Chancen. Das ist ein Bereich, der ganz besonders wichtig ist, weil wir die Vernetzung der Verkehrsträger als eine der zentralen Voraussetzungen der Möglichkeiten sehen, die über die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden können. Wichtig ist, ein leistungsstarker und vernetzter ÖPNV kann der Kern eines effizienten intermodalen Verkehrssystems sein. In der Verkehrspolitik diskutieren wir seit 20, 30 Jahren die Intermodalität. Erst über das Thema Digitalisierung kriegen wir das Thema zum Durchbruch. Das ist eine Chance, die wir nutzen wollen und nutzen werden. Frau Wissler, da bin ich ganz und gar anderer Meinung, als Sie das eben dargestellt haben. Das E-Ticketing ist ein notwendiger Einstieg. Das ist im Augenblick noch nicht, das ist noch lange nicht am Ende dessen, was damit gemacht werden kann. Sie haben im Augenblick Einstiegsprobleme, aber eine bundesweit geltende Mobilitätskarte, die wir uns vielleicht irgendwann alle mal wünschen, ein Preis zahlen, in München einsteigen, Hamburg, nee, am besten in Frankfurt aussteigen und einen durchgängigen Tarif online abgewickelt und so weiter. Dazu brauche ich ein E-Ticketing. Das ist hier in Hessen entwickelt worden von der RMS, eine Tochter der RMV. Das ist über den VDV entwickelt worden. Das ist jetzt erstmalig in einem Projekt Mobility Insight bundesweit ausgerollt werden kann. Da ist vor wenigen Wochen ein Förderbescheid des Bundes gekommen, wieder Bundesmittel, damit wir hier in Hessen eine bundesweite Plattform dafür entwickeln. Das ist zentrale Voraussetzung dafür, dass die Verkehrsunternehmen, wie wir sie kennen, überhaupt auch zukünftig noch konkurrieren können mit anderen Anbietern, die Mobilität online anbieten. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Baustein. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben engagierte, gute Akteure. Wir werden weiter daran arbeiten müssen. Ich habe an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass wir nicht alles gelöst haben. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Und wir haben, Herr Lenders, Sie müssen nicht nach Berlin fahren, um sich so etwas anzuschauen. Beim nächsten Mal gehen Sie noch einmal ins Holm. Die Deutsche Bahn hat dort ein Innovation Lab aufgebaut. Der RMV baut dort ein ÖPNV-Lab auf. Ja, dann ist gut. Dann brauchen Sie ja nicht so weit fahren nach Berlin. Wir haben gute Leute hier. Das ist, glaube ich, kommt allen zugute. Ein abschließender Satz noch. Herr Eckert, es gibt keinen Widerspruch in der Großen Anfrage hinsichtlich des Personenbeförderungsgesetzes. Wir haben dargestellt, dass wir das weiterentwickeln müssen, um auch insbesondere Mobilität im ländlichen Raum zu gewährleisten. Das mit dem heutigen gesetzgeberischen Rahmen ist das nicht möglich. Das muss weiterentwickelt werden, und es muss dann aber auch auf die spezifischen Interessen der Akteure Rücksicht genommen werden. Das ist ein langwieriger Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir bringen uns ein, um das verantwortungsvoll weiter zu gestalten. Aber insofern, den Widerspruch, den Sie da vermeintlich gesehen haben, den kann ich nicht erkennen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, die Rednerliste ist ausgeschöpft. Die Große Anfrage ist besprochen. Der Antrag der Fraktion der FDP geht in die WVA. Gehe ich davon aus, dass der Friedensantrag der Fraktion der CDU abgestimmt werden soll? Auch im Ausschuss. Damit ist das auch so beschlossen. Und wir können den Tagesordnungspunkt verlassen.